zwei kleine Osterhasen. Sagt der eine kleine Osterhase zum anderen kleinen Osterhasen: Glaubst du eigentlich auch an Hühner? Das wäre perfekt gewesen. Das ist doch nett. Und wir sagen. Ostern und liebe Grüße aus der Lutherkirche Nippes. Ostern macht das Dunkle hell. Ostern macht alles anders, alles neu. Ostern durchbricht unsere Vorstellungen. Ostern feiern wir das Leben. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen. Das Elend und die Zärtlichkeit. Am ersten Tag nach dem Sabbat kam Maria aus Magdala früh, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sah zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einer am Kopf und einer an den Füßen, wo der Körper Jesu gelegen hatte. Sie sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie sagte zu ihnen: Sie haben meinen Rabbi fortgenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Als sie dies gesagt hatte, drehte sie sich um und sah Jesus dastehen, aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, dass er der Gärtner wäre und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sage mir, wo du ihn hingebracht hast und ich werde ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich um und sagte zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu Gott, meinem Ursprung, aufgestiegen. Geh aber zu meinen Geschwistern und sage ihnen: Ich steige auf zu meinem Gott und eurem Gott, zu Gott, die mich und euch erwählt hat. Maria aus Magdala kam und verkündete den Jüngerinnen und Jüngern: Ich habe Jesus, den Lebendigen, gesehen.
Ostern ist dieses Jahr anders als sonst. Kein großes Ostereiersuchen, keine Gottesdienste, keine Familienbesuche. Doch Ostern findet statt. Ostern kann nicht ausfallen. Ostern ist das Fest des Lebens. Maria von Magdala, sie geht an diesem Ostermorgen zum Grab. Sie will weinen, sie will dort sein, wo Jesus ist, trauern, ihn verabschieden. Und dann findet sie ihn nicht. Jesus ist nicht mehr bei den Toten, er ist bei den Lebenden. Und ihr Trauern wandelt sich. Ihre Liebe lebt weiter, anders als gedacht. Die Verbindung zu ihm bricht nicht ab, sondern sie fordert sie auf, anders zu denken, die Perspektive zu wechseln, aufzustehen. Auferstehung meint, Leben mit der Trauer, mit den Sorgen, mit den Ängsten und darin Freude empfinden, dass das Leben da ist, dass es immer wieder neu aufblüht, dass Frühling wird, dass wir zusammen sind, dass wir einander haben. Der Stein ist weggerollt, Hoffnung keimt auf. Das Leben ist anders als zuvor. Aufstehen, auferstehen, das bedeutet, die Perspektive wechseln. Ostern beschreibt den Triumph des Lebens. Man muss vielleicht ein bisschen verrückt sein, um das zu glauben. Verrückt nach Liebe, nach Hoffnung, nach Leben. Bestimmt kein Egoist. Die Welt ist rund, dreht sich nicht um dich. Schnell hat's ein erwischt, am besten nimmst du alles zu. Schenk dir vom Leben nochmal ein. Es könnte jeder Tag der letzte sein. Bleib dir selbst treu, für nichts zu fein. Du wirst immer einzigartig bei dir. Dein größter Traum, gestoppt von der Vernunft, kommt nur aus deinem Mund. Wer zu viel denkt, lebt ungesund. Am schlimmsten man sich selbst verspricht und halten kann man's nicht. Hör auf zu warten, komm ans Licht. Ich weiß, wie's geht, wenn du's wirklich willst, wenn du Sehnsucht stillst, du's im ganzen Herzen mit all deinem Mut, mit all deiner Kraft, mit all deiner Liebe und von ganzem es nicht wert, bringt dir kein Glück. Schenk dir vom Leben nochmal ein. Es könnte jeder Tag der letzte sein. Bleib dir selbst treu, für nichts zu fein. Du wirst immer einzigartig. Ich weiß, wie's geht, wenn du's wirklich willst. Deine Sehnsucht stimmt, du vom ganzen Herzen mit all deinem Mut, mit all deiner Kraft, mit all deiner Liebe und vom ganzen Herzen. Ich weiß, wie es geht, wenn du es wirklich willst. Deine Sehnsucht stimmt, du vom ganzen Herzen mit all deinem Mut. Thank you.
verrückt nach Leben, von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit all deinem Mut, mit all deiner Liebe. Ostern ist hell und leuchtend, hoffnungsvoll. Die Osterbotschaft ist aber auch radikal. Sie sprengt unsere Grenzen. Das Leben will leben. Und das meint jedes Leben. Hier bei uns, in Syrien, in Afrika, auf den griechischen Inseln und im Mittelmeer. Die Osterbotschaft heute muss eine sein, die über unsere Grenzen hinausdenkt und die uns bewegt, etwas zu tun. Leave no one behind. Ostern schickt uns auf die Ägäischen Inseln. Ostern ist der Protest des Lebens gegen den Tod. Und Ostern muss auch unser Protest gegen menschenunwürdige Politik sein. Gott, Ostern hebst du uns über die Grenzen hinaus, mit der einen Absicht, uns für das Leben stark zu machen, dass wir das Leben finden in unserem Leben, in deinem Leben. Mit all unseren Zweifeln, Fragen, Ängsten, Befürchtungen, die uns im Moment begleiten. Wie wird es wohl werden? Wie wird es in unserem Land, in Europa, in dieser Welt werden mit dieser Krankheit, die uns alle beschäftigt? Du machst uns stark für das Leben mit all dem, was es von uns fordert. Du feierst Ostern, das Leben mitten in all dem, was ist. Und du sagst uns zu, du bist bei uns. Ganz stark, hier unter uns. Danke, Gott. Amen. Gott segne uns. Mit dem Licht der Tage, mit der Ruhe der Nächte und mit der Kraft, die täglich neu ins Leben führt. Amen.